Zurück bei den in Dresden. Vor einem Monat hat sich Eve zwei befruchtete Eizellen einsetzen lassen. Nach drei Bluttests sieht alles danach aus, dass sie schwanger ist. Das Problem: der Wert des Schwangerschaftshormons steigt bei ihr viel zu langsam an. Nun steht der alles entscheidende Ultraschall an. Er soll endlich Gewissheit bringen. Werden die bald Eltern ihres Wunschkindes? Der Mann wartet immer. Er guckt sich das Geschehen von Weitem an. Jetzt geht's los. Da war ein Kreis, das ist ein Kreis. Glückwunsch, Ruhe. Oh, Wahnsinn. Kannst du dich Pipi in den Augen? Fang ich noch vorher an zu sein. Eine von zwei Eizellen hat sich eingenistet. Eve ist tatsächlich schwanger. So, es kann Regen sein, jetzt kann Donner und Blitz sein. Wir sind glücklich. Hier oben, da hat sich irgendwas eingenistet. Wir bleiben weiter positiv. Wir werden es unter das Kopfkissen legen und ganz fest daran glauben, dass alles gut wird. Drei Wochen später hat sich bei der Schwangerschaft schon einiges getan. Also jetzt zur Orientierung, ne, sieht man jetzt schon, dass es was wird. Jede Menge. Das ist hier der Kopf, ne? Das ist was. Ja. Wow. Hat sagt zu Joshi gesehen, das wären die Ärmchen. Hier, guck mal, die Arme. Das wären die Ärmchen, das wären die Beinchen. Wow. Das hier im Kopf noch ein bisschen so, zwei Blasen sind das normal, nicht? Das Gehirn fängt sich erst an zu entwickeln. Der flattert wie ein Schmetterling. Das Herzchen. Wahnsinn. So, nochmal ein Bild. Zurück in Berlin-Neukölln. Vor 4 Jahren haben die den damals 2-jährigen Philipp aufgenommen. Vor 8 Monaten kam der 3-jährige Finlay zu ihnen. Beide als Langzeitpflegekinder. Heute bekommt Finlay Besuch von seiner leiblichen Mutter Sophia. Der 3-Jährige ist aufgeregt. Finlays Mama darf ihren Sohn alle 3 Wochen sehen. Heute zum ersten Mal bei Michael und Ranjit zu Hause. Begleitet wird die 21-Jährige von ihrem Freund und einem Cousin. Mama kommt, Mama kommt. Mama! Gucken. Da kommt gleich Mama. Jetzt ist er ganz aufgeregt. Gleich kommt Mama. Jetzt bist du aufgeregt, ne? Willst du entgegengehen? Oh, ja. Geh mal runter. Die Vorfreude ist halt richtig groß. Ja, und man freut sich halt einfach auf den Tag und man genießt wirklich jede Sekunde, jede Stunde, die man hat mit ihm. Ist Mama gut? Ach, lass. Regnet draußen. Ist Mama gut? Uns war es einfach wichtig, dass die Mutter die Verhältnisse sieht, in denen ihr Junge lebt. Eigentlich ist das nicht vorgesehen bei Pflegschaften. Die Distanz soll gewahrt werden, auch das Kind soll nicht durcheinander gebracht werden. Wie, was macht jetzt meine Mutter plötzlich in meinem Zuhause? Als Sophia Finlay bekam, war sie obdachlos und ohne Ausbildung. Jetzt hat sie eine Lehre als Hauswirtschafterin begonnen und wird demnächst mit ihrem Freund in eine gemeinsame Wohnung ziehen. Wenn es ihm gut geht, dann geht eigentlich bei mir immer so so eine Sonne auf, obwohl es wie heute ein Regenwetter ist. Also mir geht es dann richtig gut. Also ich habe dann gute Laune und fühle mich auch gut. Langzeitpflegekind Finlay ist aufgedreht und möchte seiner leiblichen Mama zeigen, was er schon alles kann. Mama. Ja. Mama, ne? Aber das sind richtig schöne Bilder, die er macht, ne? So verschiedene Farben und dann so Striche. Ich habe auch schon eins am Kühlschrank. Sehen die schön aus, so abstrakte Kunst. Ja, manchmal muss man halt sich dann einfach zurücknehmen. Das ist die Zeit des Umgangs, ist halt die Zeit der Eltern mit ihrem leiblichen Kind. Er hat halt 2 Familien. Ne? Muss man dann einfach gucken, dass man dann ruhig bleibt und dann nichts sagt. Ne?
weil ich Probleme mit den Betreuern hatte, Mutter-Kind-Einrichtung. Da war ich ja mit ihm während der Schwangerschaft schon. Ja, und ich kam mit der Betreuerin nicht klar. Und ich habe mehr auf meine Mutter gehört, weil sie selber 5 Kinder hat. Und ja, und das war dann der Ursprung, warum der Kleine weg sollte. Weil es ja Kindeswohlgefährdung oder sowas war. Das Amt hat irgendwas entschieden. Das heißt, Sie waren schon im Fokus des Amtes, aus welchem Grund auch immer. Das können wir gar nicht entscheiden oder bewerten. Aber irgendwas muss da gelaufen sein, dass die Entscheidung getroffen ist. Es ist besser, wenn Finn bei anderen Menschen aufwächst. Ich bin in Depressionen verfallen und wusste nicht, wohin mit mir. Das war eigentlich die beschissenste Zeit in meinem ganzen Leben. Auf 1,5 Stunden ist die Besuchszeit festgelegt. Die sind jetzt vorbei. Der möchte nicht Tschüss sagen. Der ignoriert mich gerade. Sag mal Tschüss, ne? Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, du willst Tschüss sagen. Wenn die Mutter dann geht, ist er eher tendenziell traurig. Sagt dann immer weg, weg, weg. Und er weiß schon, wenn es weg bedeutet, nicht mehr da. Und aber es ist nicht so, dass es dann zu einer übersteigerten Traurigkeit führt. Weil er hat es ja so kennengelernt. Ihm geht es während des Treffens immer gut. Und dann sagt er halt Tschüss auch, bye, bye. Finley. Winke. Finley. Sophia weiß, Finley wird nicht wieder zu ihr zurückkehren. Ich hatte etwas Angst gehabt, dass der Kleine, weiß ich nicht, nicht ankommen könnte oder die Leute nicht akzeptiert oder so. Aber jetzt, nach einer Weile, wo die jetzt da mit ihm zusammen sind und ich weiß, wie sie miteinander umgehen, habe ich ein gutes Gefühl dabei. Und dass es auch die richtige Entscheidung war. Momentan versucht sie, ihr Leben weiter in geregelten Bahnen zu halten. Die Ausbildung abzuschließen und eigenes Geld zu verdienen. In Dresden freuen sich Yves und Chris nach einer künstlichen Befruchtung seit nunmehr 11 Wochen auf ihr Wunschkind. Heute ist für beide ein besonders wichtiger Tag. Bei der Nackenfaltenmessung sollen sie heute erfahren, ob ihr Kind gesund ist. Alles, was über 2,5 mm ist, ist erhöhtes Risiko. Alles, was über 3 mm ist, ist so groß, dass man dem Patienten eine weitere Abklärung zwingend anraten sollte. Also die Nackenfalte war verdickt. Grundsätzlich ist ein normaler Wert so 2,5, 2,6 mm. Bei uns war es 4,1. Dementsprechend erhöhtes Risiko. Ab 35 steigt das Risiko für Trisomien. Das ist sicherlich die am häufigsten auftretende genetische Erkrankung und Aborte sind deutlich höher, also bis zu 30%. Es war schwer, da positiv zu denken. Also in vielen Momenten habe ich mich einfach nur zurückgezogen, wollte nur für mich sein. Du hast keine Freude mehr denn daran, zum Arzt zu gehen. Du hast keine Freude mehr daran, dir das bildlich alles vorzustellen, weil du weißt ja nicht, ob es wirklich so kommt. Deshalb entscheiden sich die beiden für eine Fruchtwasserpunktion. Diese soll Gewissheit bringen, ob eine Trisomie-Erkrankung vorliegt. Doch dann der nächste Schock. Eve verliert Fruchtwasser. Sie muss sofort ins Krankenhaus. Ich habe einen Blasensprung und bin jetzt stationär aufgenommen worden. Das heißt, es ist Bettruhe, ich darf zur Toilette gehen, aber sollte mich halt nicht so viel bewegen. Kriege ein Antibiotikum, dass ich halt keine Entzündung im Körper kriege. Dass da jetzt nichts weiter passiert, dadurch, dass die Fruchtblase ja irgendwo angerissen ist. Aber wenn ich eine Infektion bekomme, wäre das sozusagen, dass die Schwangerschaft abgebrochen wird. Ne? Für die hat eine Odyssee der schlechten Nachrichten begonnen. Eve verliert Fruchtwasser. Plötzlich scheint die Schwangerschaft gefährdet. Zwar kann Eve nach einer Woche das Krankenhaus wieder verlassen, doch das ist noch kein Grund zum Aufatmen. Das Ergebnis der Nackenfaltenmessung steht noch aus. Die letzte Untersuchung war auffällig, die Werte erhöht. Der sogenannte Fischtest soll nun Klarheit bringen, ob das Baby hoffentlich doch gesund ist. Nach 1,5 Wochen haben wir heute das Ergebnis erfahren. Ergebnis war negativ. Das heißt also für uns wiederum positiv. In der Medizin ist ja negativ der umgekehrt. Und wir haben auch gleichzeitig gesagt, wir möchten dann auch mit diesem Schnelltest erfahren, was es wird. Wir bekommen eine Tochter. Ja, ein Mädchen. Ein Mädchen. Ein Mädchen. So eine kleine Frau. Das heißt denn, ich habe ein großes Mädchen,
ein vierbeiniges Mädchen und eine kleine Prinzessin. Ja. Mir geht's jetzt besser. Auf jeden Fall. Aber man hat noch so ein bisschen mulmiges Gefühl. Jetzt haben wir das meiste überwunden. Auch wenn vielleicht noch ein, zwei Sachen offen sind. Du denkst aber immer dran. Du musst halt versuchen, es möglichst gut verarbeiten zu können. Und zwar so, dass du aber auch noch stark bleiben kannst. Heute steht bei den die Geburt an. In wenigen Stunden werden die beiden hoffentlich ihr Wunschkind in den Armen halten. Auf ärztlichen Rat hin wird es ein geplanter Kaiserschnitt. Denn das Mädchen liegt in Beckenendlage. Ich bin aufgeregt, freudig aufgeregt. Du musst ein bisschen sorgen, ne? Kommt ja, mir so vor. Naja, ich hoffe, dass alles gut wird, ne? Ich bin erst glücklich, wenn ich die Kleine im Arm habe. Ja. Und ich weiß, dass mit meiner Frau alles gut ist, dass mit Baby alles gut ist. 37 Wochen sind seit der künstlichen Befruchtung vergangen. Und eine schwere Zeit liegt hinter den beiden. Eine Schwangerschaft mit vielen Höhen und Tiefen. Hast du denn ab und zu auch schon mal Wehen gehabt oder noch gar nicht? Ja, so hart war ab und zu mal. Ja, ja, aber so, ja, dass ich es gemerkt habe, gar nicht. Chris möchte sich seine Nervosität nicht anmerken lassen und versucht, seine Frau Eve zu unterstützen, so gut er kann. Das ist ja jetzt das Größte, was man eigentlich als Mann bekommen kann von seiner Frau. Das wird noch ein bisschen dauern bei mir. Also tief im Inneren weiß ich natürlich, was hier gerade los ist, aber es ist noch das zu verarbeiten. Dann. Mach mal einen Knutschi für den Papa. Bis gleich. Eve ist angespannt. Wie es wirklich um die Gesundheit ihrer Tochter steht, wird sich erst zeigen, wenn das Baby auf der Welt ist. Ja. Guten Morgen, Mama. Ja. So, jetzt stellst du uns mal vor, wer ist denn das? Das ist Lilou. Die Lilou. Herzlich willkommen, Lilou. Hallo, Mäuse. Jawohl. Das ist deine Mama, meine Süße. Ja, so krass, ey. Ja, Mäuschen. Für die ist ein langer und harter Weg bis zu ihrem Wunschkind vorerst zu Ende gegangen. Lilou wiegt 2495 Gramm und ist 47 Zentimeter groß. Sie werden noch viele Herausforderungen meistern müssen. Doch jetzt zählt nur der Augenblick des Glücks.